Doch erst einmal nähern sich nun Stefanie Huber und Cosima Birk dem Expertentisch. Auf den ersten Blick macht ihr Schmuckstück ganz schön was her. Und auf den zweiten? Hallo, Hallöchen, grüß euch. Oh, Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wie heißt du? Stefanie. Stefanie und? Hallo, Cosima. Cosima, auch Cosima ist aber auch ein toller Name. Wen habt ihr beiden denn mitgebracht? Meine Freundin Marion haben wir mitgebracht. Ist das da vorne? Genau. Hallo Marion, ja. Wink mal. Jetzt erkenne ich sie. Und den Fabian. Und der ist wie mit euch verwandt? Den zukünftigen Schwiegersohn. Deiner? Genau. Ja, läuft. Gut, ja, da bin ich ja mal gespannt. Was macht ihr zwei denn so im normalen Leben? Also du, außer jetzt demnächst irgendwann heiraten. Ich studiere. Was? Jura. Jura? Genau. Oh. Dann kannst du einen Ehevertrag selber aufsetzen. Ja. Und was macht die Mutti? Die ist Krankenschwester und arbeitet bei ihrem Mann in der Praxis. Was für ein Doktor? Allgemeinmedizin. Allgemeinmedizin, ja, halt. Ja. Maloche ohne Ende, genau. Nie frei. So, dann würde ich gerne. Ach du heiliges Kanonenrohr. Sag mal, das ist aber auch ein Oschimann von Kreuz. Wo habt ihr den denn her? Den haben wir geerbt. Und wurde zunächst mal von meiner Tante geerbt, von einer alten Dame, die sie sonntags immer in die Kirche begleitet hat. Und sie hat sie ja als Vermächtnis dann zukommen lassen. Und dann hat es wiederum ihre Schwester geerbt, die mich adoptiert hat. Ja. Und so ist es in meinen Besitz gekommen. Und das ist jetzt wirklich wahr. Eine alte Dame, genau. Die begleitet wurde, ja, zur Kirche, ja, genau, hat aus Dankbarkeit zum Schluss so ein Apparat vererbt. Genau. Man sollte viel mehr Leute in die Kirche bringen. Ne? Das ist ja unglaublich schön. War aber mit Sicherheit weder eine normale Brosche noch ein Anhängerchen. Ne? Also meine Frau hat auch ein Kreuz, aber da gehst du auch gebückt, ne? Wenn du das anträgst. Ne? Aber es ist ein Anhänger. Ist ein Anhänger. Es ist kein einfaches Schmuckstück, aber es ist ein Brustkreuz, eine sogenannte Pektorale, die man tatsächlich an einer Kette gehängt hat und um den Hals gelegt hat. Es ist tatsächlich voll besetzt mit Diamanten. Und zwar Diamanten im sogenannten Mazarin-Schliff. Circa 40 Karat, ja, das würde ich ja annehmen. Ganz interessant finde ich auch noch die größeren Steine im sogenannten Peruzzi-Schliff. Und dieser Schliff wurde kurz vor 1700 erfunden. Hier diese dreieckigen Eckstücke mit sogenannten schotenförmigen Blattwerk umspielt, zeigen auch eine goldene Fassung. Es sind Kastenfassungen, geschlossene Fassungen. Von daher kann man hier schon diese Rahmung als um 1700 datieren. Das Ganze ist nur eine Rahmung, und zwar für das mittlere Kreuz hier. Dieses schlichte Kreuz, das ist wie ein Fenster aus Bergkristall. Und dahinter kann man deutlich sehen, sind Holzsplitter. Also kaputt. Schauen wir mal uns die Rückseite an. Hier gibt es eine goldene Fassung und wie man sieht, hier einen Deckel. Und diesen Deckel kann man lüften und dahinter, ui, verbirgt sich ein Lacksiegel. Und das Siegel befestigt wiederum ein sogenanntes Siegelband, was hier durch die Rahmung geführt wurde und es damit fixiert. Und sowohl Band als auch Siegel sind vollkommen unversehrt. Auf dem Wappen sind deutlich zu sehen heraldische Elemente. Und hier oben haben wir eine Lilie, was ein allgemeines Heiligenattribut ist. Darunter haben wir einen Fisch. Und der Fisch ist das Symbol des Urchristentums. Und darunter sind wirklich zwei Schlüssel zu sehen. Und es sind die Schlüssel des Apostel Petrus und das Symbol der Bindegewalt des Papstes, der sich in der Nachfolge Petri sieht. Und das Siegel weist eindeutig hier auf die Kongregation des Papstes Clemens IX. Für Ablass und heilige Reliquien, die hier garantiert, dass es sich hier um Holzstücke aus dem wahren Kreuz Jesus Christus handelt. Heide, das ist ja eine Weltsensation. Das ist toll. Ihr erlebt mich das erste Mal, ja, relativ ruhig, weil das macht mich jetzt doch sehr, ja, sehr ehrfürchtig. Ich bin ziemlich geplättet. Wir sprechen hier über ein Alter von über 300 Jahren. Unglaublich, ja. Unfassbar. Ja. So, ihr Lieben, jetzt bin ich ziemlich geplättet.
Wir auch. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben sehen dürfen. Jetzt aber automatisch eine Frage. Wusstet ihr ansatzweise, was ihr da habt? Wusstet ihr in etwa das Alter? Wusstet ihr, dass das was mit einem Papst zu tun haben könnte? Wir hatten so einen handschriftlichen Zettel dazu, um 1790 bis 1805. Ich bin jetzt doch sehr überrascht, dass es doch deutlich älter ist. Das sind noch mal gute 100 Jahre, ne? Ja. Das sind noch mal gute 100 Jahre, ja. Ja, ja. Da kenne ich nicht viele, die da durchgemacht haben, 100 Jahre. Und das war also ein pontifikales Brustkreuz, was sich erstens nicht jeder leisten konnte. Es konnte sich nur ein Bischof von Vermögen leisten. Und Bischöfe kamen natürlich aus dem Adel und brachten auch privates Vermögen mit. Ja. Das ungefähr entsprach das so dem Kauf einer kleinen Kirche. So muss das man hier? Ja. Ich meine wohlgemerkt nur das Kreuz in der Mitte, nur die Splitter, die versiegelten Splitter. Nur die Splitter. Die äußere Rahmung hat er sich ganz nach seinem Geschmack in der Mode der Zeit anfertigen lassen. Also ich finde es jetzt noch, also es ist wirklich Jäger des verlorenen Schatzes, aber mal in echt. Das Gold, Heide, ich würde mal sagen, da werden wir auf gar keinen Fall einen Goldtest machen, aber gestempelt wird es auch nicht sein. Das lohnt sich gar nicht. Wir könnten eher den Wert von dem Holz hier ausrechnen. Ja. Gut. Gut, verstanden. Ja. Raummeter 80 Euro. Raummeter 80 Euro. Gut, Fichte, Tanne, B-Qualität. Ja. Mädels, wie viel Geld soll denn die junge Dame mitkriegen in die Ehe? Ja, es ist ganz schwierig zu schätzen. Vom reinen Materialwert her würde ich schon mal sagen, so zwischen 15.000 und 17.000. Ja, sehr gut. Also es wäre schon erfreulich, wenn wir an 25.000 bis 30.000 rankämen. 25.000 bis 30.000 Euro. Ja. Ihr solltet Omas in die Kirche bringen. Sie liegen vollkommen richtig mit der Einschätzung des Wertes der Steine, die hier zusammenkommen. Aber ich würde doch weit höher gehen, weit höher gehen. Auch wenn der Markt für Sakrales eingebrochen ist, so gibt es für ein solch außergewöhnliches Stück doch seine Liebhaber. Insgesamt würde ich das Kreuz taxieren auf 60.000 bis 80.000 Euro. Wow! Ja. Ich war gleich in Ohnmacht. Fallt mir nicht um, Mädels. Schön gerade stehen bleiben. Atmen, atmen, schön weiter atmen. Hast du das gehört? So, jetzt kannst du dir noch mal überlegen, ob du den behalten willst. Jetzt hast du recht, ja. Ne? Also, Leute, das da ist unfassbar für mich. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück beim Verkauf. Dankeschön. Tschüss. Heide, das hier geht jetzt in die Geschichte ein, weißt du das? Ganz sensationell. Das geht absolut in die Geschichte ein. Das ist fantastisch gewesen, was wir hier hatten. Toll. Boah, großartig. Ich bin Teil der Geschichte. Jetzt wird es hochkarätig. Wie werden die Händler wohl auf den nächsten herausragenden Schatz reagieren? Bei Cosima und Stefanie steigt Schritt für Schritt die Anspannung. Wir sind schon aufgeregt, ja. Wir spüren es schon in den Händen, in den Füßen, im ganzen Körper. Wir sind schon sehr aufgeregt, ja. Zu Recht. Immerhin geht es um eine unglaubliche Kostbarkeit. Viel Erfolg. Wird schon werden. Solch ein wertvolles Reliquienkreuz haben bestimmt auch unsere erfahrenen Händler noch nicht gesehen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Zu uns. Klein, aber fein. Dankeschön. Bin ich gespannt. Bitteschön. Danke sehr. Oha. Was war denn da? Oha. Also Schmuck. Ich bin selten sprachlos. Das Kreuz, das kann man sein. Eine Reliquie vielleicht sogar. Da ist ein Siegel. Das Siegel ist ein Reichsapfel. Das könnte was Königliches sein. Nicht ganz königlich, es ist päpstlich. Das Siegel lässt sich Clemens dem IX. Zuordnen. Und wann hat er gelebt? 1600 bis 1669, meine ich, war das. Das ist ja auch noch richtig alt. Genau. Ja. Puh.
Wie kommt denn so ein Kreuz in Ihren Besitz? Ich habe es geerbt. Jetzt habe ich aber mal noch eine Frage. Also es ist das päpstliche Siegel für eine Reliquie. Für welche Reliquie denn? Es sind Kreuzpartikel vom Kreuz Jesu drin. Ach was. Ja, 3 Stück. Sind Sie alle sprachlos? Ja, genau. Das sind allschlicht Diamanten. Es müssen mindestens 25 Karat sein, vielleicht sogar noch mehr. Was haben die Experten denn gesagt? Also das wissen wir ziemlich genau, dass es 40 Karat sind. 40 Karat. Ja. Wahnsinn. Also es sieht aus, als wenn es einer Krone entnommen wurde. Also, ja, wirklich, es gibt so Kronen, wo vorne ein Kreuz drauf ist. 40 Karat Diamanten. Und aber diese Holzsplitter, die sind vom Kreuz Jesu? Ja, dafür birgt das Siegel. Also ich bin wirklich sprachlos. Das ist ein absolutes Highlight, dieses Stück. Und auch mit sehr, sehr hochwertigen Steinen für die Zeit. Das ist einfach... Ja, ich kann nichts mehr sagen. Irre. Dir fehlen die Worte. Dir fehlen wirklich die Worte. Aber wo wurde das versteckt im Laufe der Jahrhunderte? Durch die ganzen Kreuzzüge und durch die ganzen Kriege, die generell waren. Du musst dir mal vorstellen, die waren ja alle hinter Reliquien her. Ist ja enorm. Die Provenienz wäre sehr interessant auf jeden Fall. Ja, da kann einem wirklich die Worte fehlen. Also ich glaube... Ja, 40 Karat Diamanten. Auch also, ohne die Geschichte ist das schon eine enorme Summe. Was viel interessanter ist, das sind diese Holzstückchen. Also wenn die wirklich vom Kreuz Jesu sind, was für die Knüppel sind. Wunderschön. Bin ich sprachlos. Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Das ist wirklich ein Highlight. Ganz toll. Also schön erstmal, dass Sie hier sind. Wirklich. Ja. Toll. Also weil die mit 80 Euro kannst du auf jeden Fall starten. Da macht man nichts verkehrt. Ich gebe schon mal 80 Euro dem Mädel, dass das mit dem Kreuz hier hingekommen ist. Dann sind wir schon mal zusätzlich, gibt es 80 Euro, nur dass wir das Ding mal sehen dürfen. Das stimmt, das ist normalerweise etwas, was nur hinter Glas zu besichtigen ist. Also das kriegst du für die Spardose. Dankeschön. Susanne, du bist Schmuckhändlerin. Also ich fange auf jeden Fall fünfstellig an. 10.000 Euro. Ja, das ist alles klar. Wissen wir schon mal, wo die Reise hingeht? Ja, was soll man denn hier sagen? Das also hat keine Wiederbeschaffung. Also die 8 Euro sind schon mal sicher. Mir gefällt es ganz gut. Bin katholisch. Von mir kriegen es 11.000 Euro. Ich sag 12.000. 13.000. 14.000. 15.000. 16. Es läuft. 20.000. 10% mehr, 22.000. Elke. Macht immer weiter. Ich bin sprachlos. 23.000. Ja, gut, 40 Karat. Was soll man da sagen? Die Seltenheit wiegt viel mehr. Absolut. Und das Material. Ja. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich bin geflasht, sagen die heute, die jungen Leute, oder? Genau, wir waren auch total geflasht. Guck mal rüber. Wunderbares Objekt. Immer der Fisch, total gigantisch, das Teil. Ja. Wo stehen wir? Ich führe mit 23.000. Du führtest, ich sag 25.000. 25,5. Ich nimm's aus der Hand, vor das noch hinfällt. 26. Susanne. Wolfgang. Was hat denn die Frau Doktor so zum Materialwert und zur Expertise gesagt, ob ich jetzt hier mich fünfstellig verschulde? Also einen Materialwert haben wir jetzt mit der Bietung schon erreicht. Beim tatsächlichen Wert sind wir wirklich noch sehr weit entfernt, sehr weit. Wie hoch war denn die Expertise oder wollen Sie das nicht sagen? 60.000 bis 80.000. Ja gut, dann kann ich noch einsteigen. Ne? Ich mache weiter mit 30.000. Würden Sie denn schon verkaufen wollen für 30.000 Euro? Susanne, was sagst denn du? Was werden deine Schmerzgrenzen, Wolfgang? Boah, jetzt wird es heiß. Jetzt wird es heiß. Also ich muss ehrlich sagen, meine Schmerzgrenze lag bei 25.000 und ich bin jetzt schon bei 30. Das beruhigt mich schon mal. Ja, aber du weißt, mit mir muss man immer rechnen. Ich ende meine Meinung blitzartig. Das gibt's ja genauso wie mir. Ich weiß, da sind wir uns wirklich sehr ähnlich. Sagen Sie denn zu 40.000 Euro? 40 haben und nicht haben sind fast 80. Das ist richtig. Ja.
50.000 und dann machen wir das Geschäft. Mein letztes Gebot sind 42.000. 42.000? 50? Ich will's. Schwierige Entscheidung, ne? Ich weiß es nicht. Okay. Ja? Ja. Ja. Wunderbar. Wahnsinn. Dann würde ich jetzt 7.000 Euro in Bar zahlen und ja. 35.000 Euro per Blitzüberweisung Ihnen aufs Konto überweisen. Ja. Ja? 500.000, 500.000, 2.000, 500.000, 3.000, 500.000, 4.000, 500.000, 5.000, 6.000, 5.000, 7.000. Ja, danke schön. Und 35.000 Euro folgen dann per Überweisung. Ja, ja? Danke schön. Auf Wiedersehen. Danke schön. Jetzt gibt es noch die 80 Euro. Das ist süß, ne? Du bist dran. So, und die sind nur für dich. 50, 70 und so habt ihr 42.080 bekommen. Dankeschön. Engelsche Marathon, ne? Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Der höchste Preis, der je bei Bares für Rares erzielt wurde. So viel kann man bei ihm nicht. Lass mich nicht sprachlos. Meine kleine Päpstin. Jawohl. Ich bin echt sprachlos. Ja. Dass man sowas überhaupt sehen darf. Dass man sowas überhaupt mal hier in der Hand halten darf. Ja. Ja. Krass. Das ist Gratulation. Gratulation. Im höchsten Maße. Ja. Top. Wunderschön. Ja. Wow. Unglaublich. Unfassbar. Es ja. fühlt sich unfassbar ja. an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein Stück, wo einem als Händler wirklich das Herz aufgeht, man sein Leben nachsucht. Das ist quasi die Nadel im Heuhaufen. Und ja, die habe ich heute Abend hier gefunden. Ich bin wahnsinnig glücklich und mir fehlen einfach nur die Worte.